hier an unserer nächsten Station, das Zentrum sozusagen der Freizeit, und zwar am Wilhelmsplatz. Hier haben wir mehrere wichtige Gebäude, auch für euch. Hinter mir seht ihr die Aula. Da findet zum Beispiel dann eure Abschlussfeier statt, wenn ihr es irgendwann mal geschafft habt. Und die wurde zum Beispiel von König Wilhelm IV., wie ihr hinter euch seht, gespendet. Also das Geld wurde gespendet von ihm, der war damals König von Hannover und England. Und die Aula begründet im Endeffekt mit ihren Giebeln, wie ihr da ganz oben sehen könnt, die Gründerfakultäten. Und zwar habt ihr dann einmal in der Mitte die Engelsfigur, die steht für die Wissenschaft selbst. Engelhafte Jünglingsfigur, Verzeihung. Dann habt ihr links die Theologie mit dem Kreuz, rechts die Waage der Gerechtigkeit, die Justitia für die juristische Fakultät. Dann habt ihr ganz rechts die Philosophie und ganz, ganz links die Medizin. Darüber hinaus beherbergt die Aula auch noch den sogenannten Karzer. Früher war das nämlich das sogenannte Uni-Gefängnis. Da kamen Studierende rein, die irgendwas angestellt haben. Der bekannteste ist wohl Otto von Bismarck. Der hat nämlich an Duellen teilgenommen und in der Öffentlichkeit geraucht. Heutzutage ist er natürlich nicht mehr aktiv, aber ihr könnt eine Aula-Führung machen, in der ihr auch den Karzer besichtigen könnt. So, und hier sind wir immer noch am Willi. Hinter mir seht ihr die Studienzentrale. Die ist ganz wichtig für eure Belange, die nicht genau eure Fächer betreffen, sondern überfakultär sind. Hier bekommt ihr auch euren Studieausweis unter anderem. Und hier ist auch das Beschwerdemanagement. Wenn ihr euch also irgendwelche Probleme gegenübertreten seht, dann kommt ihr hin, schreibt ihr eine Mail oder telefoniert. Die sind immer für euch da. Nebenan haben wir dann auch noch die alte Mensa. Die war zuerst Studentenwohnheim, dann alte Mensa, also Mensa tatsächlich mit bis zu 1500 Essen pro Tag bis 2008. Und dann wurde die für ganz viel Geld renoviert und neu gemacht. Und jetzt ist es eine Art Veranstaltungszentrum, vor allem für Veranstaltungen, die das Präsidium ausrichtet. Und dann habt ihr da wahrscheinlich euren kleinen Sektempfang, wenn ihr dann in ein paar Jahren und ein paar Semestern euren Abschluss habt.